Schokolade macht glücklich. Ob groß oder klein, alle lieben Schokolade. Bis Schokolade aber zu dem hochverfeinerten Produkt wurde, das wir heute kennen, dauerte es mehrere hundert Jahre. Schokolade stammt ursprünglich aus Lateinamerika, wurde von den Spaniern nach Europa gebracht und gelangte schließlich nach Florenz an den Hof der Medici, Vorläufer der italienischen Gourmets. Davon zeugen wertvolle Dokumente aus der Nationalbibliothek. Wir haben wichtige Manuskripte aus dem frühen 16. Jahrhundert. Sie stammen aus Lateinamerika, zum historischen Zeitpunkt der Begegnung der europäischen Zivilisation mit den einheimischen Indios. Die zum Teil handschriftlichen Papiere beschreiben die fremde Kultur, das Land und die exotischen Pflanzen. Die Landkarten wurden von Reisenden gezeichnet. Als erster Europäer wurde Christoph Kolumbus auf die Kakaobohnen aufmerksam, als er ein Handelskanu der Maya enterte und entdeckte, dass Kakaobohnen als Zahlungsmittel verwendet wurden. Später wurde Hernán Cortés vom Herrscher Mexikos mit einer Schale Kakaowasser empfangen. Spanische Mönche und adlige Maya brachten den Kakao 1544 an den Hof König Philipps von Spanien. Im 17. Jahrhundert verbreitete sich die Trinkschokolade in den adligen Kreisen Europas. Gesüßt und mit Milch verfeinert, war Schokolade das Modegetränk an den Höfen. Aus dieser Zeit stammen viele wertvolle Dokumente. Ich fragte mich, ob die Schokolade im 17. und 18. Jahrhundert ein Thema war. Nie hätte ich mir eine solche Fülle von Dokumenten und präzisen Abhandlungen vorgestellt. In der Kirche wurde heftig diskutiert, ob die Schokolade unter das Fastengebot falle. Schließlich gewannen die Schokoladeliebhaber. Die Schokolade inspirierte auch die Kunst. Von Goldoni über Pergolesi bis zu Mozart. Nachdem Kakao viele Jahre nur getrunken wurde, entdeckte man die Herstellung von fester Schokolade. Am Anfang steht auch hier das Rösten der Bohnen, bis sie dunkelbraun sind und die Schale sich löst. Die Bohnen werden sorgfältig von den harten Schalen befreit. Die Kakaokerne sind nun bereit zur Weiterverarbeitung. Der Konditor und Berufsschullehrer Beat Gerber stellt mit seinen Lehrlingen diese Urschokolade her. Auf einer alten Steinmühle aus Nordafrika werden die Kakaobohnen zusammen mit Zucker so fein wie möglich verrieben. Mit der Zeit entsteht eine klebrige Paste. Wenn man den Trend ein bisschen anschaut, dann geht er wieder richtig, der volle Geschmack. Und den hat man sicher am meisten so. Es ist eine urchige Schoki. Sie entfaltet sich sehr im Mund. Und für die Schüler ist es eben noch gut. Die erleben das so eigentlich als Produkt, wie es entsteht. Im Kakao ist eine ganze Palette von wirkungsvollen Substanzen enthalten. Neben Antioxidantien die zwei anregenden Alkaloide Koffein und Theobromin. Aber auch sogenannte Glücklichmacher wie Serotonin und Anandamid. Allerdings müsste man sehr viel Schokolade essen, um eine berauschende Wirkung zu spüren. Beat Gerber ist immer auf der Suche nach interessanten alten Rezepten. Er sammelt alles, was mit Schokolade und Konditorhandwerk zusammenhängt. Die Rezepte probiert er aus und macht eigene Kreationen. Im Moment ist Gewürzschokolade angesagt.
Zusammen mit den Lehrlingen experimentieren Beat Gerber und seine Frau Yolanda mit Gewürzen, die sie der Schokolade beigeben. Neben dem Klassiker Vanille, mit dem die Schokolade oft veredelt wird, haben auch scharfe Gewürze ihren Reiz. Das haben die alten Mexikaner schon gemacht. Die haben dann Chili drin, das ist dann scharf. Man kann ganz scharfe Schoki machen, wo dann im Mund zuerst ist es ein bisschen süß, dann nachher wird es scharf. Nachher kommt es bitterer noch ein bisschen vor. Und am Schluss noch der Rauchgeschmack, weil die Chili dann noch zum Teil über dem Rauch geröchnet worden sind. Und das ist natürlich ein Erlebnis im Mund, wo man sich ein bisschen Zeit nehmen muss, damit das auch wirkt. Schokolade ist ein idealer Träger für alle möglichen Gewürze. Gerbers Pastillen sind wahre Wundertüten. Von außen sieht man ihnen nicht an, welche Kombinationen den Gaumen kitzeln werden. Schokolade wirkt schon an sich aphrodisisch. Und durch Gewürze wird diese Wirkung noch verstärkt. Schokolade als Droge? Experten haben die Substanz Anandamid getestet. Als wir die Wirkung des Anandamids an Leuten ausprobierten, merkten wir, dass es ähnlich wie Marihuana wirkt. Ich bin ganz gegen Drogen. Aber wenn man müde, ein bisschen depressiv oder wütend ist, kann man 60 Gramm Schokolade pro Tag zu sich nehmen. Das hilft, sich zu entspannen, dank dem Anandamid, dem Koffein und dem Theobromin. Alla caffeina, alla teobromina, di abbassare la dose di tensione e quindi ci si rilassa. Die Wiege der modernen Schokolade liegt in Turin. Die Schokolade kam aus Spanien an den Hof des Königs von Savoyen. Ursprünglich wurde sie getrunken und im Winter trinkt man in Turin immer noch heiße Schokolade. Im Sommer mögen die Turiner lieber Eis. Vor allem das außergewöhnlich Gute der Gelateria Grom. Einer der ältesten und berühmtesten Schokoladenhersteller Italiens ist Beirano. Seit mehr als 50 Jahren ist Giuseppe Beirano, Enkel des Gründers, im Geschäft. Zu den Kunden gehörten Diplomaten und Künstler aus aller Welt. Und der letzte König Italiens. All'inizio si consumava come cioccolato in bevanda. Però alla fine del 1600 si fabbricava già del cioccolato come intendiamo ora, ossia dei piccoli cioccolatini che si chiamavano diablottini, simili a piccole monete. E una licenza della seconda Savoia Reale. Schokolade war in Turin schon in jener Epoche sehr wichtig. Del cioccolato Torino e l'industria del cioccolato era molto importante già in quell'epoca. Schokolade einmal anders, als Granulat. Der Turiner Journalist Gigi Padovani ist ein Schokoladefan. Er kennt die Geschichte der Schokolade in Turin und ist Verfasser eines Buches über Nutella, die berühmte Haselnuss-Schokoladecreme aus der Trüffelstadt Alba. Die Basis jener Erfindung war die Gianduja. Sie ist eine Turiner Erfindung und ist über 100 Jahre alt. Die erste moderne Schokolade war die Gianduja, die Paste aus Haselnüssen und Schokolade. Sie wurde 1865 erfunden als Folge der napoleonischen Blockade des Kakao, als auf dem Import aus Amerika hohe Zölle erhoben wurden. Damals begannen die Turiner Schokoladeproduzenten, die Schokolade mit Haselnüssen zu mischen, die auf den Hügeln des Piemonts wachsen. In den Lange, wo der edle Barolo herkommt, wird die Gegend weiter südlich in der Alta Langa immer wilder. Hier werden die Haselnüsse angebaut. Jose Noe bereitet das Terrain vor für die Ernte im August. Er hat 10 Hektar Land. Noch sind die Nüsse nicht reif. La tonda gentile delle Langhe si chiama.
Tutta la nocciola del Piemonte è solo tonda gentile. Die Piemontesischen sind alle von der Sorte tonda gentile, die nur hier angebaut wird. Sie werden geschätzt wegen der runden Frucht und dem feinen Aroma. Ed è molto apprezzata per quello, caratteristiche organolettiche, frutto rotondo, sie eignen sich gut zum Rösten dopo la tostatura, und sind lange haltbar. Sie werden viel weniger schnell ranzig als andere. Irrancidisce molto meno che le altre nocciole. Die Haselnüsse der Tonda Gentile sind unbestritten die besten und entsprechend teurer als türkische. Die Rezepte für die Gianduja werden von jedem Betrieb sorgsam gehütet. Meist sind die Zutaten aber neben den Haselnüssen Puderzucker, Kakaobutter, Schokolade, Milchpulver, Lecithin und Vanillin. In Nutella zum Beispiel beträgt der Haselnussanteil 13%. Die Turiner Firma Caffarel, 1826 gegründet, ist eine der ältesten Schokoladefabriken der Welt. Auch der Schweizer François-Louis Caillet, Gründer der berühmten Schokolademarke, lernte bei Caffarel das Geheimnis der Gianduja kennen. Heute gehört die Firma zur schweizerischen Lind. Ein Beispiel für den starken Konzentrationsprozess in der Schokoladeindustrie, wo die meisten traditionellen Firmen heute einigen wenigen Großkonzernen gehören. Das Gianduiotto, eine Turiner Spezialität, wurde erstmals bei der Firma Caffarel produziert. Das ursprüngliche Gianduiotto enthält 30% Haselnüsse und kein Milchpulver. Es war die erste Schokolade, die in Staniolpapier verpackt wurde. Ich glaube, viele Engländer, Schweizer und Franzosen wissen gar nicht, dass die Gianduja ein italienisches Produkt, eine Turiner Erfindung ist. Dabei kommt der Name von der Figur des Gianduja, einer traditionellen Karnevalsmaske aus Turin. Und eigentlich sollte man das Gianduotto mit einer Herkunftsbezeichnung schützen. Marchi che difendono la tipicità del prodotto. Die Gianduiotti findet man auch bei Guido Gobino, einem Turiner Schokolatier der neuen Generation. Er verbindet eine hohe Qualität des Produkts mit modernem italienischem Design. Allora, questo Gianduiotto è un formato nostro abbastanza tipico, noi abbiamo ridotto il Gianduiotto a 5 grammi, quindi la metà di un Gianduiotto normale. Il cioccolatino Gianduiotto con un'altra percentuale di nocciola, qua parliamo di circa 30% di nocciola. Al palato sicuramente avrà una morbidezza assolutamente unica. Der berühmte piemontesische Brotaufstrich in einer Edelversion. La crema, das ist die berühmteste Creme der Welt, erfunden von Herrn Ferrero nach dem Zweiten Weltkrieg. Dopoguerra, wir haben sie nachgemacht, aber unsere hat den hohen Nussanteil von 32%. Qualitätskontrolle der Kakaobohnen bei der Firma Felchlin in Schwyz. Alles beginnt bei der Bohne. Ihre Qualität ist entscheidend. Es gibt nicht nur Sorten mit mehr oder weniger Geschmack. Auch bei der Fermentation, der Lagerung und dem Transport können Fehler geschehen und die Bohne kann Schaden leiden. Ein geübtes Auge erkennt schnell, ob die Bohnen die Anforderungen erfüllen. Ganz schlecht ist, wenn sie grünlich ist, die zweite Phase, wenn sie vollviolett ist und die dritte Phase, wenn sie braunviolett ist und ganz gut ist, wenn sie dunkelbraun ist. Was ganz schlecht für die Bohne ist, wenn sie voll mit Wurmfraß befallen ist, dann akzeptieren wir gar nicht, da sind wir sehr streng. Die Herstellung von Schokolade ist ein komplizierter Prozess mit verschiedenen Stufen. Es dauerte mehrere hundert Jahre, bis die moderne Qualität erreicht wurde. Die gerösteten Bohnen werden geschält und gemahlen. Dabei öffnen sich die Zellen und die Kakaobutter tritt aus. Es entsteht eine weiche, grobkörnige Masse. Mit Zucker und anderen Zutaten vermischt,
wird sie erneut zu einem feinen Pulver gemahlen und in der sogenannten Conche gerührt, bis sie schmilzt und glänzend wird. Dieser Prozess dauert mehrere Tage. Das Conchieren, vom Berner Fabrikanten Rodolf Lindt 1879 erfunden, revolutionierte die Industrie. Ursprünglich wurde die Schokolade in den sogenannten Längsreibern tagelang mit Granitrollen bewegt. Nur noch wenige Fabriken haben die alten Längsreiber bewahrt. Bei Felchlin in Schwyz wird der beste Kakao darin 72 Stunden konchiert. Die unerwünschten Aromastoffe verschwinden und nur die angenehmen bleiben. Das Conchieren war eine von zwei Erfindungen, die für den Siegeszug der Schweizer Schokolade entscheidend waren. Die zweite wichtige Erfindung war zur gleichen Zeit die Milchschokolade. Eine Erfindung von Daniel Peter, Gaillets Schwiegersohn. Der Milch wird Wasser entzogen und sie wird kondensiert oder in Form von Pulver der Schokolade hinzugefügt. Durch diese Erfindung erhielt die Schweizer Schokoladeindustrie einen jahrelangen Vorsprung. Die internationale Konkurrenz konnte eigentlich diese Produkte sehr lange nicht imitieren. Also hier hat die Schweiz wirklich vielleicht 10, 15 Jahre eigentlich einen technologischen Vorsprung gehabt, der wirklich lange Zeit dann dafür gesorgt hat, dass man eben nachher dieses Image hatte, technologisch sehr innovativ zu sein, hohe Qualität herzustellen. Und es geht eigentlich bis zum Ersten Weltkrieg, bis dann die internationale Konkurrenz in der Lage ist, diese Produkte auch herzustellen. Vielleicht eine gewisse Zeit noch nicht in dieser gewohnten Qualität. Der Historiker Roman Rossfeld untersuchte in seiner Dissertation, wie es zum Welterfolg der Schweizer Schokolade kam. Neben den beiden Erfindungen war es die innovative Werbestrategie. Sie verband die Schokolade mit der Alpenwelt. Und da hatte man dann so einen Link, dass man eigentlich ein exotisches Produkt, was die Schokolade ist, und also Kakao kann man hier gar nicht anbauen, ist ein sehr fremdes Produkt, hat man so dann über diese Innovation mit der Schweiz verbunden. Und das wird dann in der Werbung sehr stark auch benutzt. Und da kann man einen relativ genauen Schnitt machen. Das ist ziemlich genau 1900, wo diese Vermarktung einsetzt und wo man merkt, eben auch, man hat quasi ein international vermarktbares Produkt, das man auch im Markt sehr speziell positionieren kann. Und daraus entsteht eigentlich dann dieses Image der Schweizer Schokolade. Diese Verbindung also mit den Bergen, zum Teil Schnee, was man heute so unter dem Label Heidi-Landschaft subsumiert, ist schon um 1900 hier eingeführt worden und läuft eben parallel auch zum Aufkommen dieses englischen Tourismus. Also hier hat man wieder eine sehr starke Verbindung. Die Nestlé ist sehr stark im englischen Markt. Die englischen Touristen kommen in die Schweiz und gleichzeitig bewirbt man diese Produkte mit diesen touristischen Motiven. Diese Tradition gibt es immer noch. Touristen lieben schweizerische Sujets. Die Confiserie Teuscher an der Zürcher Bahnhofstraße hat sogar japanische Verkäuferinnen. Die Touristen tragen dazu bei, dass die Schweiz mit einem jährlichen Pro-Kopf-Verbrauch von 11 Kilogramm am meisten Schokolade konsumiert. Die Schweizer Konfiserien sind für hohe Qualität bekannt. Sprüngli, bereits 1836 gegründet, ist seit mehr als 100 Jahren am Zürcher Paradeplatz präsent. Richard Sprüngli und sein Neffe Thomas Prenosil, die älteste und die jüngste Generation der Firmenleitung. Das ist eine Schokolade aus dem 1853, die wir auch bekommen haben. Und hat sie noch prüfen lassen in der Fabrik. Und die war immer noch essbar, aber es war keine Milchschokolade, keine Nüsse drin. Das sind die Rechnungen. Schleife zur Wertmühle in Zürich. Schokoladen von Sprüngli in Zürich. Bei Sprüngli wird heute mehr dunkle Schokolade verarbeitet als früher. Es hat sich eben auch herumgesprochen, dass dunkle Schokolade gesund ist. Und wie beim Rotwein sind viele Leute darauf eingestiegen. Eine neuere Spezialität sind die dunklen Trüff aus sortenreinen Edelkakaos, den Grand Cru.
Die Grundschokolade für diese Truffe, die Couverture, wird von der Schweizer Firma Felchlin hergestellt. Der Kakao dazu stammt von edlen Sorten aus Venezuela, Ecuador, Madagaskar und Kuba und sehr limitiert von wildwachsenden Bäumen in Bolivien. Schon vor einigen Jahren erkannte Sprüngli den Trend zu dunkler Schokolade aus sortenreinem Kakao. Ein Trend, der international festzustellen ist. Es brauchte seine Zeit, um mit diesen Spezialitäten das Publikum zu erreichen. Heute aber sind die dunklen Trüff ein großer Erfolg. Diese Selektion der Trüff hat eine Fangemeinschaft bekommen, weil die Leute, unsere bzw. unsere Kunden, sich effektiv mit dem Geschmack, mit der Bohne, mit der Geschichte dahin auseinandersetzen und sich mit dieser Hochprozentigkeit des Kakaogehaltes in der Schokolade mehr identifizieren wie nur mit 35% oder 28%. Dennoch hat Milchschokolade immer noch einen wichtigen Platz. Es gibt sehr viele Kunden, die Milchschokolade bevorzugen, vor allem auch Kinder. Sprüngli hat den Kakaogehalt seit einigen Jahren auf bis zu 37% heraufgesetzt. Eine normale Milchschokolade hat rund 32%. Der Trend zur dunklen Schokolade ist da, aber man will ihn nicht um jeden Preis mitmachen. Es könnte auch sein, dass er wieder einmal in die andere Richtung dreht. Ich glaube an die Milchschokolade. Ich glaube auch sehr an die Qualität unserer Schweizer Milchschokolade. Und ich behaupte sogar, wir haben die weltbeste Milchschokolade. Die Milchschokolade ist nichts Schlechtes. Man hat heute ein wenig den Eindruck, nur hochprozentiges, dunkel, ist was Gutes als eine Liebhabersache. Aber dunkel hat gegenwärtig am meisten Erfolg. Das zeigt die märchenhafte Geschichte der Firma Domori. Erst seit wenigen Jahren im Geschäft hat sich Domori international etablieren können. Ein Phänomen im hart umkämpften Schokoladegeschäft. Der Konsument muss über die Herkunft der Schokolade Bescheid wissen. Oder haben wir in den letzten 10 Jahren die Degustation mit Aufbauarbeit geleistet? Ich war überrascht vom Erfolg. Vielleicht ist Schokolade als Produkt leichter verständlich als Wein, Kaffee oder Tee. Sie gibt mehr Emotionen und findet zur Verständigung in die Fantasie des Konsumenten. Ja, es war ein unglaublicher Erfolg. Es war ein unglaublicher Erfolg. Gianluca Franzoni, eigentlich Ökonom, ist ein Quereinsteiger. Auf Reisen nach Südamerika hat er sich in die Kakaopflanze verliebt, sie dort selber angebaut und alte Sorten wieder kultiviert. Er röstet den Kakao selbst. Ich interpretiere den Kakao unter neuen Aspekten. Für mich ist Schokolade vor allem Kakao als Pflanze. Das heißt, die Verschiedenheit der Kakaos bezüglich Geschmack und Aromen auszudrücken. Es gibt 13.000 Unterarten und es ist richtig, sie zu schätzen. Penso che sia giusto valorizzarle. Bei Domori wird die Schokolade von Hand gegossen. Durch die aufwendige Handarbeit wird sie sehr teuer und kostet das Vielfache eines herkömmlichen Produkts. Es ist eine puristische Schokolade. Der Kakao wird gleichsam direkt in Schokolade verwandelt. Zum Teil liegt der Kakaogehalt bei 80 oder mehr Prozent. Das macht die Schokolade ungewöhnlich stark und schmeckt nicht allen Leuten. Dafür hat man den reinen Geschmack der Bohne. Wir produzieren 50 Arten von dunkler Schokolade aus 12 verschiedenen Kakaos. Für mich ist Kakao dunkle Schokolade, weil man nur darin die Genetik der Pflanze und das Terroir erkennen kann. Und das ist das Geheimnis der Gourmet-Küche. Der belgische Schokoladier Pierre Marcolini setzt wie Domori auf die Transparenz der Kakaosorten. Seine Produkte sind ebenfalls teuer, er hat aber ein anderes Konzept. Bei ihm steht der raffinierte Genuss im Vordergrund. Ich präsentiere Ihnen hier den Ecuador. Sie hat einen blumigen Geschmack. Sie können gern probieren. Okay.
Vous avez die Pierre Marcolini ist eine Mischung aus verschiedenen Madagaskar, Java, Ecuador, Ecuador, Venezuela, Trinité. Sie hat einen Kakaogehalt von 72% und eine bittere Note. Sie können gerne ein Hauch von edlem Luxus findet sich in dieser Schokolaterie. On a il y a voici 3 ans changé aussi le packaging. Donc nous avions un packaging wir haben vor 3 Jahren die Verpackung geändert. Base, et nous sommes passés au noir et blanc pour justement uns von der Schokoladenwelt abzusetzen und se séparer du monde du chocolat et aller plus vers le monde wir de la bijouterie. Wir wollten vraiment ce luxe Schmuck verschenken können. Und dass en offrant du Marcolini, nos clients puissent offrir un bijou et que la personne le recevant puisse aussi en profiter comme un bijou. Genau das, was ein Herr der Dame seines Herzens schenken könnte, wenn es ihm noch zu früh ist für den Diamanten. La Grand Place in Brüssel. Neben der Schweiz, Frankreich und Italien ist auch Belgien ein Schokoladeland. In Brüssel findet man an jeder Ecke eine Schokolaterie. Marcolini möchte sich vom traditionellen Image der belgischen Schokoladeproduzenten absetzen. On est habitué en Belgique à voir du gros chocolat, Belgien bien gras, ist avec beaucoup de crème fraîche, avec beaucoup de beurre. Et nous, on a voulu retourner à la finesse du chocolat. Wir wollten zurück zur donc, avoir un chocolat noir très fin que nous produisons nous-mêmes, un chocolat de couverture, et avoir les meilleurs ingrédients qui existent au monde dans nos chocolats. Marcolini gehört zu den wenigen Chocolatiers, die ihre Produkte von der Kakaobohne aus herstellen. Um die Qualität zu kontrollieren, dürfen und müssen die Mitarbeiter die Produkte probieren. Schokolade ist oft eine Versuchung, die mit Schuldgefühlen verbunden ist. Darf man sie heute, da man um ihre positiven Eigenschaften weiß, mit gutem Gewissen genießen? Wie jedem Nahrungsmittel dürfen wir auch der Schokolade einen Platz in der Diät geben und eine bestimmte Quantität essen. Vergessen wir nicht, dass die Schokolade dem Geist und dem Gaumen gut tut und die Immunkräfte verstärkt. Warum sollten wir auf etwas verzichten, das uns der liebe Gott gab und uns gut tut? Aber übertreiben wir nicht, denn sonst wird wie jedes Nahrungsmittel auch die Schokolade von einem Guten zu einem Schädlichen. Im Herzen von Brüssels Altstadt, im Hotel Amigo, gleich neben der Grand Place, befindet sich das Restaurant Bocconi, geführt vom jungen, bereits prämierten Küchenchef Giuseppe Colella. Für seine Schokoladendesserts benutzt er die Schokolade von Valrhona aus Frankreich, das eine Tradition von ausgezeichneten dunklen Schokoladen hat. Giuseppe Colella hat einige Produkte ausprobiert und bleibt nun bei diesem. Er will eine Schokolade, die nicht nur einen intensiven, angenehmen Geschmack hat, sondern optimal schmilzt. Es dürfen keine kleinen Stücke spürbar sein. Für das Halbgefrorene vermischt er Eigelb mit einer Meringue aus Eiweiß und Zucker und gibt Schlagrahm und Kakaopulver dazu. Mit der Lippenprobe prüft er, ob die Schokolade die richtige Temperatur hat. Sie muss angenehm sein. Dann ist die Schokolade bereit und verbindet sich mit den anderen Zutaten. Die Masse wird eine Weile kaltgestellt. Inzwischen wird aus Kakaopulver, Wasser, Zucker und pflanzlicher Stärke der Überzug vorbereitet. Das Semifreddo von Giuseppe Colella ist zum Anbeißen. Und mit der Schokolade, die er gewählt hat, ist er nach wie vor zufrieden. Comme tout le monde le sait, il y a plusieurs sortes. Wie man weiß, gibt es verschiedene Arten von Schokolade und man muss die richtige finden. Der Kakaoanteil muss dem Rezept angepasst sein. Ich benutze für unsere Schokoladeneis eine Schokolade mit 100% Kakao. Sie ergibt eine feine Creme und ist sehr angenehm im Gaumen. Diese Desserts sind ein Schokoladeerlebnis. Frisch, intensiv und durch den hohen Kakaoanteil auch eine geballte Ladung von Glücklichmachern. Gerade richtig, um einen entspannten Abend damit abzurunden.